Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zurück hier auf dem Seekrautskanal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Diesmal haben wir ein Auflösungsvideo für euch. Und zwar haben wir 5000 Abonnenten bei YouTube vor kurzem gefeiert. Ihr hattet eine Woche lang Zeit, hier mitzumachen. Es ist jetzt Sonntag, der 20.12. Und wir werden jetzt so viel wie möglich an Gewinnern ziehen. Ich werde das jetzt gleich abgleichen mit der Liste, die wir von Wargaming erhalten haben, mit dem Guthaben, das wir noch haben. Und dann so viel wie möglich eben draus machen, was ihr euch jeweils wünscht. Wichtig bei der ganzen Geschichte ist, ihr hattet die Aufgabe zu kommentieren. Und zwar mit eurem World of Warships Ingame-Namen vom EU-Server. Dann eurem World of Warships Namen, wenn ihr dieses Schiff, was ihr hier gewinnen könnt, auf einem anderen Server oder einem anderen Nickname haben wollt, konntet ihr auch das separat ausweisen. Wenn ihr das nicht getan habt, dann prüfe ich den Account, den ihr da nennt, weil ihr auch darauf achten solltet, dass ihr euch kein Schiff wünscht, was ihr schon habt. Also ich werde kein Schiff an denjenigen rausgeben, der dieses Schiff eben schon besitzt. Das werde ich dann prüfen, wenn ich hier durch bin mit dem Giveaway. Dann werde ich das hier mir angucken und ziehe dann gegebenenfalls, sollte jemand dagegen verstoßen, was ich aber nicht glaube, dann nochmal einen neuen Gewinner und muss das dann eben hier an dieses Video hinten ranschneiden. Aber ich versuche das eben so transparent wie möglich zu machen, wie es eben gerade geht. Ja, wir haben eine ganze Menge, die mitgemacht haben, und wir kopieren hier den Link. Das ist dieses 5000 Abonnenten Gewinnspiel, worunter ihr kommentieren konntet. Und wir gehen wieder zu unserem Thumbnail-Picker hier rüber, filtern sofort die Duplikate raus und gucken, was wir da an Kommentaren bekommen haben. 242 Kommentare. Ja, und ich würde sagen, wir fangen direkt an, hier den Gewinner einmal zu ziehen, die Nummer 1. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und der erste wünscht sich die Roma. Und zwar ist das St. Valentin 1. So, das muss ich kurz notieren. So, für die Roma, die gucken wir, da gucken wir einmal in die Liste. Fallen $53,60 an. Zack, zack. So, er schreibt: Ich mag deine Infovideos kurz und informativ. Danke dafür. St. Valentin unterstrich 1. Okay, Server ist EU. Auch das soll ich unbedingt notieren. Und dann geht's weiter. Also, wie gesagt, ich prüfe die Nicknames nachher, was da, ob da die Roma jetzt schon vorhanden ist. Der nächste Gewinner ist dann Eistee-Sniper vom EU-Server. Ich würde mich über eine Tierpitz freuen. Ja, du hast jetzt die Möglichkeit, Markus Weber hat geschrieben, Eistee-Sniper, die Tierpitz ist auch möglich. Jetzt müssen wir hier einmal durchgucken. Die Tierpitz für 51,20. Also das sind US-Dollar, deswegen ist das so ein krummer Wert sozusagen. So, dann haben wir hier die Bits. EU. Und dann haben wir hier den Eistee-Sniper. So. Und dann geht's schon weiter. Wir können den nächsten Gewinner ziehen. Das ist dann der dritte Gewinner schon, den wir da jetzt gleich haben. Und hier geht's. Herzlichen Glückwunsch zum Erreichen der 5000. Auf die nächsten 5000. Mein Wunsch wäre die Alaska, weil es ein klasse Schiff ist. Ingame Pink Baby Gunner EU Server. Also, die Alaska kann man sich ja hier quasi noch wünschen. Das sind dann $77,20, die wir da abziehen dürfen. Dann haben wir hier Alaska. Jetzt auch EU Server. Und dann Pink Baby Gunner. Zack. Pink Baby Gunner. Alles klar, habe ich notiert. Auch bei dir prüfen wir nachher,
was wie das auf deinem Account aussieht. Also das sollte auf jeden Fall einsehbar sein. Ne? Wenn es nicht einsehbar ist, ist das ein Problem. Ja, das muss man ganz klar sagen. Hatte ich ja vorher auch in dem Ankündigungsvideo da gesagt, dass das sichtbar sein soll, dass ich es überprüfen kann. Nächster Gewinner. Der Uli-Stein44 und er wünscht sich die Azuma. Auch ein T9-Schiff. Auch der EU-Server. Dann haben wir Uli-Stein44. Ist notiert und die Azuma ist hier angegeben ebenfalls mit 7720. So. Dann haben wir das auch notiert. Uli Stein, Azuma, EU-Server ist alles da. Perfekt. Und dann geht die ganze Geschichte weiter. Wir haben ja noch ein bisschen was. Schauen wir mal. Je nach Schiffswunsch fällt das natürlich jetzt aus. Das muss man auch ganz klar sagen. Und da gibt es eine zweite Azuma, die sich gewünscht wird. Also nochmal 7720. Und dann schreiben wir hier auch Azuma hin. Auf dem EU-Server. Und zwar von Josh ABABANY-99. So. Das heißt, wir haben denn jetzt noch etwas zur Verfügung, aber es wird nicht mehr für einen T9 oder T8 Schiff reichen, sehr wahrscheinlich. Kommt ein bisschen drauf an, bei welchem T8 Schiff wir landen. Darum müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, wer hier jetzt noch was gewinnt. Wir haben jetzt gezogen, 1, 2, 3, 4, 5 Schiffe sind schon gezogen. Theoretisch könnte noch ein 6er dazukommen, wenn der Wunsch passt. Wenn er nicht passt, dann ziehen wir weiter. Und zwar so lange, bis wir das Guthaben möglichst am besten auf genutzt haben. So, jetzt haben wir eine optimale Auslosung gehabt. SGE Zero ist sein Ingame-Name, EU-Server und er wünscht sich die Lenin. Die Lenin ist fast ident mit der Summe, die jetzt noch offen ist. Liegt ganz leicht drunter, das ist also perfekt, dass er das hier macht. Minus 45 Dollar und 20 Cent. Lenin. Und der Wunschname ist SGE-0. Wenn das mal nicht ein Omen ist, also dass das so glatt aufgeht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich sage einfach herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner, die wir jetzt gezogen haben. Es gibt kein Schiff, was wir für die Preisdifferenz überhaupt noch verlosen könnten. Respektive, es wurde sich auch nicht gewünscht. Ja, eine Tachibana für 5 Dollar wäre immer noch über dem Budget, was wir quasi jetzt noch da hätten. Daher beenden wir hier das Giveaway. Es wurden jetzt 6 Gewinner gezogen. Alle 6 Gewinner bekommen natürlich die Schiffe von World of Warships. Ab dem 4. Januar ist World of Warships wieder vollständig da. Also rechnet einfach mal in der Woche Anfang Januar dann damit. 4. bis, was ist das, 8. Januar oder so, dass ihr in dem Zeitraum die Schiffe gut geschrieben bekommt. Was ihr aber noch bekommt, das hatte ich ja auch gesagt, ihr bekommt jeweils einen CC-Container von mir und einen Camo-Code von mir. Das bekommt ihr, sobald dieses Video online ist, im Laufe des Tages, dann am also 21.12. von mir zugeschickt, wenn alles glatt geht. Ja, das heißt, das ist nochmal ein Gewinn on top. Ihr kann jetzt einfach nur vielen, vielen herzlichen Dank sein an alle Gewinner, auch die Gewinner, die uns bei Twitch zugeschaut haben, am Dienstag und am Samstag noch ihr Schiff gewonnen haben. Ich finde es einfach mega, wie doll aktiv ihr seid, wie ihr einfach jedes Mal dabei seid und uns unterstützt. Ich sage jetzt vielen, vielen herzlichen Dank für 2020. Ich freue mich auf das Jahr mit euch, auf 2021. Wünsche euch und euren Familien, euren Lieben alles, alles Gute zu Weihnachten. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Knallt nicht so doll, ja, auch nicht illegal. Passt einfach auf eure Finger auf und genießt einfach vielleicht auch mal ein ruhiges Silvester. Kann ja auch mal sein, man muss ja nicht immer auf die Trommel hauen. Ist gut, meine persönliche Meinung, whatever. Habt einfach eine tolle Zeit, ne? Bis dahin, vielen, vielen Dank,
und bis zum nächsten Mal hier auf dem Siegkrauts-Kanal. Alles Gute. Ciao, ciao.